So Leute, willkommen zurück zu Risen 1 und ich werde jetzt hier mal ein bisschen rumgucken, beziehungsweise gucken erstmal nach dem Alchemie-Krempel hier, ob der Abrax da irgendwie was, also beibringen kann er uns auf jeden Fall was, aber ich guck mal, was er uns noch verkaufen kann. Immer dranbleiben. Ja, du bleib mal schön dran am Fegen. So, hat der noch was Tränke? Sehr schön. So, besondere Schwerter behalte ich einfach mal. Edles Schwert, das kann weg, das ist nichts Besonderes. Aber Bronco-Schwert, Verräterklinge, Schädelspalter, die mit so coolen Namen, die behalte ich immer gerne irgendwie. So, 6 Stück davon können weg. 5 davon, 2, 3, 11 Stück. So, 8 davon, 6 davon. Uiuiui, haben wir viel Scheiße gesammelt, ey. 2, der Bogen. 50 Geschicklichkeit braucht. Der hat aber 50 Schaden und meiner hat 10. Ja, kann weg. Brauchen wir eh nicht. Schild brauchen wir auch nicht. Können wir nicht benutzen. So. Dann die blöden Halsketten hier. Die 2 Ringe. Schutz vor Eis kommt auch weg. Brauche ich nicht. Magie behalte ich nochmal. Bogen kann weg. Akrobatik kann weg. Nelsons Ring behalte ich auch, weil der halt so einen besonderen Namen hat halt. Lichtzauber kann weg. Runen behalte ich auch alle mal. Dann Nahkampfschaden kann weg. Nautilus behalte ich auch mal. Das kann alles jeweils einmal weg. Ogerkeulen können ganz weg. Stein weiß ich nicht, wofür ich den behalten sollte oder so, aber ich tue es einfach mal, weil der irgendwie relevant klingt. Schon wieder 44 von den blöden Zähnen. Die Teller, die Kelche können alle weg. Boah, wir werden stinkreich hier. So, und das blöde Rezept einmal. 400 und du bezahlst mir jetzt noch 1045. Dankeschön. So. Ah, Moment, beibringen. Alchemie 3. Sehr schön. Ich zeige dir, wie du Tränke destillierst. Und was habe ich davon? Ein Destillat ist viel reiner als ein einfach gefilterter Trank. Es enthält keinerlei Fremdstoffe, die die Wirkung abschwächen. Viele Tränke, die deine Eigenschaften permanent ändern, erfordern die Destillation. Sehr schön. Dann haben wir jetzt, glaube ich, aber auch keine doch 5 Lernpunkte noch. Davon lerne ich jetzt erstmal Mana. Ich will eine So. Ende. Und nein, hallo, geh weg. So, und jetzt, genau. 9 Stück! Was? Ach du Scheiße! Warum können wir nur 9 Stück machen? Wegen Bären. Ach du Scheiße! Hast du noch Bären, Junge? Was? Nee, der hat nur Wein. Nehme ich alles mal mit. Wein kann man gut gebrauchen. Fläche nehme ich auch einfach alle mit. Ist zwar jetzt eine Menge an Krempelgold, das wir ausgeben, aber ist mir scheißegal. So. Dann erstmal 9 Stück davon. Alter! Wofür brauche ich Lernpunkte, wenn ich das machen kann? Fertig. Und 5 Stück davon nochmal. Ach du Scheiße! Ey, jetzt kann uns einfach gar nichts mehr besiegen. Wir sind einfach unsterblich. Gute Arbeit. So, was fehlt uns dafür? Heldenkrone, das war die Dinger. Mach ich mir 3 davon nochmal. Boah, ey. 9 Stück! Alter! 26 davon, komm, hau mal rein. Dieses komische, dünne Fläschchen da. So. Jetzt können wir nichts mehr machen. Und jetzt, Alter. Erstmal hier 50 Lebenspunkte mehr. Bam. 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 So, und jetzt nochmal 45 Mana mehr. 5. 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40 und 45. Oh mein Gott! Wie viel Mana haben wir jetzt? 132. Und Leben haben wir auch. Alter. Was? Nein, nicht beibringen, sondern Tränke. Was hat der noch hier? Ich brauche Heldenkronen für die scheiß Dingsbums da. Und Moment, wenn ich jetzt einen davon trinke. Oioioioioi. So. Hat irgendjemand hier irgendwas zu verkaufen? An Dingern. So, hat? Hast also deinen Mörder gefunden, hä? Ja, Bronco war's. Er hat eins von deinen Messern benutzt. Der alte Mistkerl hat sich bei mir den Bauch vollgeschlagen. Und mich hätte er für den Mord bezahlen lassen. Tja, da habe ich dir einen Gefallen getan. Wie wäre es, wenn du dafür eine Schüssel von deinem Eintopf springen lässt? Vergiss es. Du kannst deine Wurst haben, aber das ist auch alles. Na toll. Es gibt das... Super. Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Er kann mir Wein geben und Taschendiebstahl braucht man nicht. Was willst du hier? Ja, ich will klauen, weißt du doch. Der kann mir auch nur Mana und Stabkampf beibringen. Aber als nächstes lernen wir, glaube ich, das nächste Siegel. 4 Stück gibt es. Oh. Beziehungsweise, wir brauchen erstmal Weisheit. Wie, wo kriegt man Weisheit her? Ich weiß es nicht. Piss dich lieber, ich habe mitgekriegt, was du mit Bronco angestellt hast. Wenn du das Spielchen auch mit mir anstellen willst, brech ich dir alle Knochen im Leib. Verräter. Bist du behindert? Ey, was ist bei dem falsch, Alter? Oh, die sind ja alle schön am Chillen. Geh lieber trainieren. Der zieht sich erstmal einen durch. Er sitzt den ganzen Tag nur rum und säuft. Skordo. Mach das du. Ja, ja. Warum sind mich alle Verräter am Nennen? Ich kapiere es nicht. Wo ist denn der Schmied hin? Klingt der hier drinnen? Ah, da ist er. Hier wird nicht geklaut, verstanden? Ja, ja. Zeig mir das. So, was hast du? Geschicklich 1000. Uiuiui. Dem haben wir den Ring gegeben. Da ist er also. Die können auch noch weg. Fällt mir gerade ein. Und ja. Handeln, so Eisenerz. Ja, ja, ja. Zwei Händer. Machen wir einfach noch ein. Noch ein. Hier ist ein. So. Und schmieden können wir nicht. Aber wir können die Dinger verkaufen, glaube ich. Da kann ich nur Stabkampf lernen. Ich leg mich einfach mal ins Bettchen und penne bis zum Morgen. Dann wird's wahrscheinlich wieder hell sein. Gehe ich mal sehr stark von aus. So. Und guten Morgen hier. In der Vulkanfestung. So. Was müssen wir jetzt noch machen? Osttempel. Burgherren. Da oben waren wir. Dann müssen wir jetzt noch dahin und dahin. Cyrus müssen wir da noch machen. Teleportsteine gibt es ja viele. Namenlose Gräber. Da haben wir eins. Das haben wir noch nicht. Hier unten die drei haben wir auf jeden Fall. Das da haben wir noch nicht und das da haben wir noch nicht. Und Kristallscheiben. Da ist Patty. Ich teleportiere mich erstmal ins Banditenlager. Wo ist es? Da ist Banditenlager. Und von da aus machen wir uns dann mal auf den Weg, die weiteren Burgherren abzumetzeln. Und schauen uns dann einfach mal ein bisschen weiter um, was wir sonst so machen können. So, hier sind wir jetzt. Und? Gerade nicht. Mach dich nützlich. Ja, ja. Ah, Moment, Moment. Hat der Don noch irgendwas zu sagen?
Das will ich jetzt gerade noch mal eben wissen. Beziehungsweise der Kerl hier, kann der... Was hat der zu verkaufen? Ja, nicht. Gut. Okay. Zurück. Ende. Erstmal zum Don. Das hier ist doch der... Ja, genau. Deine Mutter Tilda macht sich Sorgen um dich. Was weißt du schon über meine Mutter, hä? Meine Familie geht dich gar nichts an, verstanden? Ja, ja, schon gut. Ist er dumm? Ich sag ihm einfach nur so, schöne Grüße von deiner Mutter. Und der so, fick dich. Was soll das? Man sollte nicht immer glauben, du Magierboy. Hast du irgendwas Interessantes? Levitation, 6-mal. Kaufen. Und Schlossknacken, 3-mal. Kaufen. Stärke-Drang brauchen wir, Rest hier können wir lassen. Stahlrohlinge. Ich verkaufe einfach mal hier so ein bisschen, dass ich mir ein bisschen was spare. Bei dem Kauf der Sachen. Dann 900 muss ich irgendwie zusammenkriegen. Damit ich keinen Verlust mache. So, dann hiervon noch irgendwie so 3 behalten. 4. Und da, achso, das sind 6. Ich habe gedacht 76. Hier so ein paar Perlen behalte ich noch. Goldbrocken haben wir auch jede Menge. Immer noch 12. Schon mal so. Werkzeugbeutel können wir auch abgeben. Obsidian. Ne, Obsidian behalte ich mal, weil das ist nicht so viel wert. Und ich glaube, daraus können wir uns später noch ein paar Rohlinge machen. So, Warenkorb handeln, bla bla. Gut. Dann können wir jetzt erstmal ein bisschen rumfliegen und auch Schlösser knacken. Hast du nichts zu tun? Nee, habe ich nicht. Gut, und ich bin jetzt schon wieder bei 12 Minuten. Und ich sag mal, ja, bis zur nächsten Folge, denn da werden wir dann die weiteren Burgherren zerstören. Und dann haben wir, glaube ich, Marvin hieß der Typ. Marvin hieß der Tünnister. Dessen Fluch haben wir dann gelöst. Und ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Anschauen und sage dann tschüss, bis zur nächsten Folge.